Rudi Bommer, Energie hat das letzte Testspiel 1-0 gewonnen gegen das rumänische Team. Sie haben vorher gesagt, wichtig ist, ihn zu Null zu spielen. Also Aufgabe erfüllt? Ja, muss man so sehen. Wir haben ja 30 Gegentore gekriegt. Ich habe das Ganze von hinten raus gebaut. Das heißt, eine gewisse Sicherheit der Mannschaft zu vermitteln. Die Mannschaft hat es sehr gut umgesetzt heute, weil der Gegner war doch sehr nicklig gewesen. Auch nach vorne hin immer mit einer gewissen Spielfreude, auch sehr gefährlich. Und sie haben sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben auch auf unsere Möglichkeit gewartet, weil das Tor fiel ganz zum Schluss. Und es hat auch dann ein ganz junger Spieler gemacht. Kobylanski hat dann eben doch die Chance genutzt und somit haben wir 1-0 gewonnen. Sie haben schon angesprochen, Torschütze Martin Kobylanski kurz nach der Einwechslung. Hat der Trainer da alles richtig gemacht? Glückliches Händchen? So muss man es einfach sehen, ja klar. Aber da steckt man ja nie drin, wenn man eine Einwechslung macht. In dem Moment war es so, man hat ein glückliches Händchen gehabt. Und es freut mich natürlich dann auch, wenn ein junger Spieler reinkommt, dem man dann noch so einen kleinen Wink mitgibt. Jetzt kannst du dein Ding machen und setzt es einfach um. Geh frech in das Spiel rein und er setzt es natürlich um und macht natürlich dann auch noch den Siegtreffer. Zu Null gespielt heißt aber auch, es gibt keine Liegestütze. Für jedes Gegentor 35 Liegestütze. Werden Sie denn diese Maßnahme beibehalten, auch für die Zukunft? Also wenn Sie mich jetzt so fragen, sage ich ja, weil es funktioniert ja letztendlich. Also die Jungs, die achten jetzt schon mal drauf, dass sie das nicht machen müssen. Also anscheinend hat es wehgetan, die Liegestütze, die sie gemacht haben, 70 Stück. Und von daher denke ich, dass wir das ist einfach so ein Anhaltspunkt, dass man das im Kopf hat, dass hinten nichts anbrennen darf, weil sonst gibt es vielleicht eine kleine Bestrafung, dass man eben das nicht macht. Aber wir werden das beibehalten. Hinter Energie liegt jetzt eine Woche Türkei. Welche Erkenntnisse für die Rückrunde, für die restliche Zeit der Vorbereitung nehmen Sie mit? Ja, dass eben die Mannschaft kompakter auftritt. Wir pressen schon beim Gegner sehr gut. Die Mannschaft möchte das so umsetzen. Sie coachen sich, sie sind sehr laut geworden mittlerweile schon auf dem Platz. Sie haben eine gewisse Sicherheit und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, sie haben sich das Selbstvertrauen erarbeitet in den beiden Spielen. Aber die Vorbereitung ist ja dann auch noch nicht so zu Ende, sondern wir haben ja jetzt am Montag sicherlich einmal frei und fahren dann am Dienstag schon direkt nach Hamburg und spielen gegen HSV. Es gehört alles noch mit zur Vorbereitung. Ist ja fast noch wie Trainingslager. Es gibt eine Verletzung hier im Trainingslager. Uwe Hünemeyer ist am Knöchel verletzt. Wie schwer wiegt sein Ausfall, auch im Hinblick auf den Wiederbeginn dann gegen 1860 München? Ja, leider ist es so. Der Uwe hat sich verletzt am Sprunggelenk. Er hat sich ein Band angerissen. Und wir gehen einfach mal jetzt davon aus, dass er vielleicht 4 Wochen ausfällt und eben nicht zum Start am 6. Februar gegen 60 München dabei ist. Was heißt das für die Besetzung der Innenverteidigung? Ja, da habe ich ja die Qual der Wahl. Das ist ja, da lacht eigentlich so ein bisschen mein Herz, weil ich denke, da sind wir gut besetzt. Die Spieler in der Innenverteidigung bieten sich alle an und da muss ich mich nochmal zurückziehen in mein stilles Kämmerlein und muss dann eben sagen, und das wird mir sicherlich schwerfallen, der und der darf ran. Vielleicht noch eine abschließende Frage zu den Bedingungen hier im Trainingslager. Sie haben in Ihrer Karriere als Spieler und Trainer sicherlich schon sehr, sehr viele Trainingslager absolviert. Wie werden oder in welche Schublade werden Sie das Trainingslager hier die Woche in der Türkei einordnen? Das Trainingslager ist sehr gut. Ich hatte natürlich auch am Anfang Bedenken, wie wir hier rübergeflogen sind, weil ich hatte Informationen, dass die Woche zuvor sehr schlechtes Wetter war, sehr windig war. Und da macht man sich natürlich als Trainer Gedanken, ob das alles so richtig war, was man dann so geplant hat. Aber wir haben sehr gute Bedingungen vorgefunden. Das heißt, insbesondere was ganz wichtig ist, waren die Plätze. Die waren alle in einem tadellosen Zustand. Man konnte sehr gut trainieren und wir haben letztendlich auch ein gutes Wetter erwischt. Das heißt, gerade an den beiden Spieltagen war es windstill. Es war nicht ganz so windig, wie es eben das eine oder andere Mal war. Und wir konnten unser Training sehr gut absolvieren. Abschlussfrage, könnte morgen das Spiel gegen 1860 München stattfinden? Ich glaube, die Jungs sind heiß. Ich glaube, die Jungs wissen und brennen, was sie wollen. Alles klar. Danke, Rudi Bommer.